neuer Part aus dem Suzuki Vitara SUV. Wir sind gerade ein bisschen unterwegs und düsen durch die Landstraßen rund um Torgau. Gerade in einem coolen Beat. Ich muss sagen, ich als junger Mensch höre auch gerne mal laute Musik. Und das auch ordentlich. Ein bisschen Stimmung muss sein im Auto. Ich muss sagen, da kann er schon echt gut punkten, der SUV, mit seinen Klängen und Bässen. Vollkommen ausreichend. Auch die Kurvenführung ist sehr cool. Ein schickes Lederlenkrad ohne Heizung. Dafür hat man aber einen umso wärmeren Popo. Wie gerade eben, ist halt gerade schon ziemlich kalt draußen, 2 Grad. Sitzheizung kann man in 2 Stufen beheizen. Einmal in Low für weniger warm, einmal in High, so wie wir es jetzt haben, für richtig warm. Das ist eine Klimaautomatik. Früh nicht mehr so viel kratzen. Ich müsste jetzt früh gar nicht kratzen, aber es hat auch gar nicht gefroren. Das Auto war auch relativ schnell warm. Wir Frauen fahren natürlich früh immer gleich mit Sitzheizung, weil wir uns ja bekanntlich immer gleich den Popo abfrieren. Ansonsten, ich bin mit dem auch schon auf schnelleren Straßen gefahren. Man kann mit dem Auto bequem auch 140 fahren, ohne dass er meckert. Man hat dafür die Funktion hier an der Mittelkonsole, dass man auf Sport stellen kann, dann fährt er ein bisschen geschmeidiger. Das sieht man dann auch sehr gut hier oben in dem Info-Display. Und man merkt schon, dass er sich dann richtig Mühe gibt beim Fahren und ordentlich Power setzt. Er hat einen 1,4er Motor Boostjet und ist demzufolge auch, so wie wir umgangssprachlich in der Jugend sagen würden, chillig auf den Straßen unterwegs mit einer gemächlichen Geschwindigkeit. Und ja, es macht Spaß. Auch für mich als junge Dame ohne Familie würde ich jetzt für mich behaupten, SUV fahren kann durchaus auch was für die Jugend sein. Ich möchte euch ganz gerne mal zeigen, wie schön man mit dem Auto ein- und ausparken kann. Gerade schiebe ich rückwärts, weil ich wieder auf die Straße fahren möchte. Das Lilane ist genau mein Auto. Ich sehe auch hier den Busch. Okay, wenn ich jetzt rückwärts fahren würde, irgendwann würde er piepen, weil ich in den Busch reinfahre. Mache ich jetzt aber nicht, denn wir wollen das Auto ganz lassen. Erster Gang rein und gut geht's. Ich muss sagen, ich fahre privat kein SUV. Ist aber für mich was ganz Neues. Ich fahre ein ganz kleines Auto privat, also eigentlich was komplett anderes. Fühle mich aber wohl in dem Auto, denn das Auto gibt mir eine gewisse Sicherheit. Ich muss sagen, man merkt einem auch nicht so die Größe an. Ein SUV ist ja schon relativ groß und mächtig für so eine kleine Frau wie mich. Und macht aber trotzdem Spaß. Ich habe jetzt keine Angst damit, mich bei Kaufland oder so in eine Parklücke zu quetschen oder jemanden zu überholen. Die 140 PS geben mir doch da schon ein bisschen Selbstbewusstsein auf der Straße. Was auch sehr cool ist, ist beispielsweise hier dieses Audiosystem oder dieses Multimedia-System. Ich kann hier auch auf Zielführung gehen und meine Koordinaten oder das neue Ziel mich koordinieren lassen, wo ich gern hin möchte. Und beispielsweise mir auch anzeigen lassen, wo ich gerade bin. Gerade gibt es für diese Straße keinen Namen, sehe ich. Denn wir sind hier mitten in der Pampa. Ist aber auch verständlich. Hätte ich wahrscheinlich auch keinen Namen gefunden. Ist auf jeden Fall ein sehr angenehmes Auto. Fährt sich gut. Ich persönlich fahre privat auch auf Schalter. Von daher ist es jetzt nicht so eine große Umstellung für mich. Außer, dass das Auto jetzt 6 Gänge hat. Ich fahre normalerweise mit 5. Auch was richtig cool ist, ist das Dach. Das kann man nämlich automatisch öffnen. Können ja auch noch mal, es ist zwar gerade ein bisschen kalt draußen, aber wir haben ja hier eine super Sitzheizung. Von daher bleibt unser Popos warm, wollte ich sagen. Und dann machen wir mal auf. Und dann das Dach geht mega weit auf. Quasi Cabrio-Feeling im fast Winter. Also kann man schon gut mal sich rausstellen, macht man natürlich, ist
nicht. Es ist zu kalt und B, untersagt. Und wenn wir es einfach nicht mehr offen haben wollen, machen wir es zu. Geht auch alles automatisch. Aber aufpassen nicht, dass man sich die Haare einklemmt. Hatte ich auch schon ein paar Mal die Situation. Aber selbst wenn, dann wird es halt wieder aufgemacht. So, ihr Lieben, ich habe mal hier geparkt am wunderschönen Schloss. Jetzt sieht man auch endlich meine Straßenbezeichnung. Ich zeige euch jetzt mal das Auto von außen. Halt, stopp, erstmal öffnen. Das ist der schicke Vitara, auch schön als Testwagen geprintet. Sehr coole LED-Lichter vorne. Da ist die Kamera und ja, das ist der neue Suzuki Vitara. Ich hoffe, er gefällt euch genauso wie mir. Macht sehr viel Spaß, das Auto. Könnt euch gerne mal bei der Fahrzeugwelt in Bad Düben ausleihen und eine Runde fahren und einfach mal testen. Mal sehen, was ihr dazu sagt.